Frau Reker, wie feiern Sie in diesem besonderen Corona-Jahr Weihnachten? Nachmittags bin ich bei einer unserer Feuerwehren und trinke dort Kaffee. Vorher habe ich meinen Döppelkuchen schon fertig gemacht. Den brauche ich nur noch in den Ofen stellen, wenn ich nach Hause komme. Und dann gibt es Lachs, Döppelkuchen und Meerrettich, den ich selbst zubereite, und freue mich darauf. Welche Botschaft haben Sie an die Kölnerinnen und Kölner für die Festtage und den Jahreswechsel? Ich fände es wichtig, dass es uns dieses Jahr gelingt, ans Haben zu denken und nicht ans Fehlen. Denn es bleiben uns viele Möglichkeiten, mit unseren Liebsten zusammen zu sein. Wer sind für Sie die Helden des abgelaufenen Corona-Jahres? Für mich sind die Helden natürlich die in allererster Front mit den Krankenarbeiten auf den Intensivstationen, aber auch die Pflegerinnen und Pfleger in den Einrichtungen, unser Gesundheitsamt, unser Ordnungsdienst. Ohne diese großartigen Kollegen mit diesem Einsatz würden wir dort nicht stehen, wo wir sind. Im Rathaus reagiert ja künftig grün-schwarz und nicht mehr schwarz-grün. Was heißt das für Sie? Werden Sie jetzt auch grüner? Ich bin ja weder grün noch schwarz. Ich bin vernünftig und das werde ich auch bleiben. Manche kritisieren ja die Entscheidung, in Corona-Zeiten ein Dreigestirn zu proklamieren. Was sagen Sie dazu? Ich finde es wichtig. Karneval ist eine Jahreszeit und ich finde es auch wichtig, dass wir ein Dreigestirn haben. Vor allen Dingen, dass die sich das Thema Achtsamkeit auf die Agenda geschrieben haben, passt in unsere Zeit. Herzlichen Dank. Gerne. Und frohe Festtage. Ihnen auch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.